Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Warum habe ich gerade mal wieder nur 30 FPS? Naja, juckt mich nicht. Auf jeden Fall werden wir gerade die ganze Zeit von Lamar angerufen. Was kann denn das bloß sein? Wir haben den 20.10. Wieso ruft Lamar mich denn die ganze Zeit an? Das ist aber merkwürdig. Für alle, die jetzt relativ schlau sind, wissen, heute ist ein neues DLC rausgekommen. Da ruft Lamar wieder an. Jo. Jo, ich komme zu so und so Motorworks. Zu LD. Das ist einfach was Neues. Richtig geil, Mann. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Wo haben wir's? Irgendwo da hinten. Einfach sozusagen eine neue Story fast schon. Also Story nicht, aber halt eine neue hier Multiplayer-Story. Ja, doch, man kann es eigentlich schon Story nennen. Und das ist mehr als ultimativ geil. Wie weit müssen wir denn dafür fahren, ne? Schon, glaube ich, ein bisschen zu weit gewesen. Ja, tummeln sie sich aber auch gerade einfach alle. Alle, die gerade hier GTA spielen, die tummeln sich da. Nice, läuft bei denen. Irgendwo, oh ne, ich bin schon zu weit gefahren. Na egal. Wir haben ja Style. Upsala. Lol, der hat schon Hot Rod. Okay, die habt ihr jetzt nicht gesehen, die will ich nämlich auch nochmal vorstellen, auf jeden Fall. Es geht nicht ernsthaft auch mit anderen Fahrzeugen, oder? Okay, wie das denn bitte? Okay, jetzt kann ich nur zu Fuß machen anscheinend. Dann mache ich das doch mal zu Fuß. Hallo, Lamar! Sieht schon geil aus da drin. Hi Benny. That boy go hard. Hey look man, if you like that old school shit, that real shit and not that new school plastic bullshit. Doch. You know ich will einen Plastik neu shit. Classic shit, man. Langweilig. Schön Porsche oder schön Lamborghini. Würde ich eine Ente mal vorziehen. Man, I'm kind of lyrical, dude. Like Caesar, a writer and a fighter. Talking all this old school shit, look. Eher Dichter als Denker, oder wie war das? And assuming that you confused right now might mean we on the right track. You confused? Whatever. Come on, just get moving. Look, leave the serious thinking to me, man. I know you can't think that fast. Years of smoking Sherman turned my brain to a Pentagon computer. Check this out. You're gonna need some of your friends. You know I love you, but you're gonna need some of your friends. Three should do. So go and hook that shit up. I'm gonna be right back. And don't you go changing on me. Don't you do that shit. Nichts ändern. Okay, Haftbombe. Wird heruntergeladen. Ach komm, Ruski, bitte. Einfach nur... Ah, ja, toll. Oh, nice. Machen wir natürlich auf schwer. Und jetzt haben die auch alles mit den Farben und so haben die auch alles geändert, ne? Das ist richtig gut. Dann sind wir alle kaufen. Schwerste Panzerung kaufen. Auf schwer ist alles wunderbar. Das Radio muss noch aus. Wichtig. Einstellung bestätigen.
Das kann man bitte mit einem Spieler machen, oder? Spielen. Jo, geil. Dafür brauchen wir mehr Spieler. Brauchen wir wirklich 4 Spieler dafür? Jedes Team schnappt sich einen Lowrider und versucht, den Bandenkrieg zwischen den Vagos und den Ballast zu lösen. Wir brauchen dafür auf jeden Fall mehr Spieler. Also, mal gucken, ob wir den Schnellstart damit hinkriegen. Ist hier eine neue Mission. Eigentlich könnte es sein, dass wir es schaffen. Ich hoffe einfach mal. Blub. Ein paar sind auf jeden Fall eingeladen. Die aus der aktuellen Sitzung mache ich auch nochmal. Meine Freunde mache ich auch nochmal. Ich spiele gerade GTA eigentlich. Gar keiner. Nice. Meine Crewmitglieder bringt eh nichts. Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten. Yo, alle Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten bitte mal dazu rufen. Oh, meine Stärke ist aber echt schlecht und mein Schleichen auch. Ich glaube, das wird nichts mehr. Schade eigentlich drum. Schade. Naja, dann können wir halt den Job noch nicht spielen. Ist ein bisschen blöd jetzt gelaufen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einmal hier die LD-Mission und Bennys Original Motorworks steht jetzt zur Verfügung. Bringe passende Fahrzeuge zu Bennys, um kosmetische leistungssteigernde Modifikationen auszurüsten. Ja, wir kennen deine blöde Hupe. Mein Auto. War das der Leichenwagen? Ernsthaft? Das war nicht ernsthaft der Leichenwagen, oder? Das wäre ja mal mega nice, wenn das der Leichenwagen gewesen wäre. Okay, das ist eine Mission, die kann man nur als Normal-Dings ausführen. Das geht natürlich nicht. Wo stehen die für Karren auch rum? Hammergeil. Ups. Ich habe alle Türen offen gelassen. Ah, nice, wie die Karren aussehen. Nicht normal. Richtig gut, richtig, richtig gut. Ich brauche halt irgendwie 4 Spieler dafür. Und die müsste ich mir erstmal zusammensuchen. Bin ich ein bisschen blöd jetzt, aber kann ich jetzt nichts gegen machen. Kann ich ja mal hier mal schon mal kurz zeigen, was es denn noch so Neues gibt. Es gibt zum Beispiel hier diese neue Bennys App. Und in dieser Bennys App könnt ihr zum Beispiel den Ausstellungsraum sehen. Da seht ihr jetzt zum Beispiel hier ein paar Sachen, die man so, denke ich, tunen kann. Mega nice. Hier Projektfahrzeug 2, das ist das andere, glaube ich, oder? Guck dir diese Lackierung an. So sweet. Und hinten ist das... Alter, das ist so cool. Hier kann man noch Fahrzeuge kaufen. Hier ist die Anfahrt halt beschrieben, wie man da hinkommt, aber das sollte ja jetzt nicht so das Problem sein. Aber ich glaube, auf jeden Fall kaufen wir uns in den... Teilen, wo ich das vorstelle, auf jeden Fall die Fahrzeuge hier auf jeden Fall. Richtig geil. Aber ich glaube, hier kann ich jetzt erstmal nicht mehr viel machen, leider. Warte mal, Ausstellungsraum, Fahrzeuge, Anfahrt. Achso, nee. Okay, okay, da kann man nichts weiter machen. Schade. Und ihr seht gerade die ganze Zeit, dass die Nachrichten, die SMS aufploppen, ne? Die sind jetzt farbig markiert. Gelb ist für irgendwelche Sachen. Keine Ahnung, was es ist. Das ist ja auch eigentlich Einladung Lamar, ne? Den Lowe dann versucht. Bla bla. Ja, okay, das probiere ich lieber erstmal nicht aus. Und nicht, dass ich hinter mich die Story-Spoiler oder so. Das ist ja natürlich nicht so geil. Aber ich setze hier einfach mal einen kleinen Cut und hole mir mal ein paar Leute ran, auf jeden Fall. Und dann sieht man sich gleich mit der richtigen Anzahl der Leute wieder. Bis dahin. So, und da sind wir auch wieder in-game. Und wir haben endlich eine Vierer-Lobby gefunden. Wir haben dabei den André und bei den anderen irgendwelche hobbylosen Blinde. Kinder. Oh, schick. Total. Schick. Totschick. Eigentlich mag ich Lila ja, aber das ist echt hässlich. Das ist alles hässlich, was dabei ist. Moment, sind die sogar im einen Team. Das ist schon mal viel wert. Das ist mega geil. Warum haben die bessere Sachen gekriegt? Was für eine Verarsche. Tja. Der muss pissen. Oh. Der hat sogar hübsch.
Y'all gonna go out on your ball and shit and chip some boggles today. It's cracking. And you know we about to kick off some pretty major beef in the city right now. You know how I love beef, nigga. I'm telling you, I'm a beefitarian, nigga. I love that. Wie viele Stunden labert der noch? Angucken, ganz lange angucken. Wichtig. It's gonna be one nigga stepping out of all asses on the tin knot. And that's gonna be the tall, handsome motherfucker by the name of me. Man, den muss man lesen, das ist eigentlich ganz geil. Hey, come here, man. Let me show you these hot ass whips I got for y'all. We got y'all smoking fools in luxury. They ain't have nothing like that for us when we were. Gehen das Auto nehmen, was hinten unter der Plane steht. Y'all gonna get on your baller's tip and go find some boggles and smoke their ass in this Chino right here. Yeah, boy, look at that fly ass motherfucker. You can smoke some fools and get on. Farbeimer. Ach, ich finde Lila gar nicht schlecht eigentlich. Unsere Klamotten sehen ein bisschen scheiße aus. Ja, wir hätten noch besser Vagos haben können. Ohne Scheiß, der Wagen ist viel, viel geiler. Welcher? Den, den die haben. Mhm. Leg die Blödmänner um. Jo, machen wir. Ich hoffe, die können mit ihnen, können mit Waffen umgehen. Du ich hoffe, wir müssen jetzt, ich fahre, okay. Ja, der macht einfach schon mal seine Seitenscheibe kaputt. Interessant. Ich auch. Dom, ich nicht. Lass die Haftbombe. Nee, ich glaube, du hast die runtergekurbelt bei dir. So, Reinfeuerpistole. Wie wollen wir denn auch die neuen nehmen, ne? Ja, was war das denn bitte gerade von ihm? Der hat die Hydraulik. Er schießt auf uns. Ist er dumm? Ich glaube, der denkt, das ist ein TDM oder so. Können wir dafür, wenn er nicht fahren kann, ne? Begib dich nach Rankirch Projects. Müssen wir aussteigen oder dürfen wir nicht aussteigen? Ich glaube, wir dürfen nicht aussteigen, oder? Schalt die Vagos aus. Das sind nicht viele, oder? Alle tot. Ist auf jeden Fall interessant gemacht. Vor allem, wo sind die anderen? Die anderen machen gar nichts. Die schalten so gesehen die Fraktion aus. Die gegnerische von uns aus. Ach so, okay, verstehe ich. Die schalten lila aus, die schalten gelb aus, weißt du? Schieß. Hab den anderen, der weggefahren ist. Fahren noch zwei weg. Laufen wohl eher. Ja, die laufen weg, okay. Ja, Alan. Hab ihn. Ich seh's. Wer gibt dich zum Innocent, Belovar? Wir haben mittlerweile keine Frontscheibe mehr. Egal. Die haben mich auch schon mies angehittet. Mich gar nicht, ich hab nicht mal die Weste verloren. Ich hab die Weste komplett weg. Und halt live, halt noch voll, aber trotzdem. Und ziehen wir inzwischen nur eine neue Weste. Das ist ein Auto auf jeden Fall. Ja, juckt nicht. Auto kriegen wir locker, ne? Oder sprengst, genau. Perfekt. Kaputt. Sammelt euch da und da. Upsala. Ich will jetzt mal auf meine Reinfeuerpistole switchen. Wenn man auf dem Parkplatz ist, Big House Lagers. Aha. Pass auf, die anderen Idioten kommen von der Seite. Ich seh das. Hinten. Der kann wieder nicht fahren. Hat der einen Unfall gebaut oder was? Ja, der hat einfach gerade stumpf nach rechts über den Leitplanken gezogen. Läuft bei ihm. Denk, warum der sich vorhin überschlagen hat. Der hat wieder mal mit der Hydraulik rumgespielt. Wir haben richtig gute Leute mit dabei. Muss ich schon sagen. Also die haben auf jeden Fall Style. Und das Geld. Und Skill. Ja, das ist nicht unbedingt. Der rammt mich jetzt ja nicht. Mein Auto ist noch einigermaßen heile. Einigermaßen, seien sie nicht mehr. Oder ja, doch, geht noch. Ich bin schneller.
Wie war das Auto noch heim? Jetzt nicht mehr. Das habe ich zu spät gesehen, das Auto. Aber er hat auch einen Unfall gebaut, also was soll's. Wir sind trotzdem eher hier. Ja. Wir müssen ein paar töten. Ein paar ist gut. Du musst ja Bescheid sagen, wenn du down bist, ne? Mit live. Dann wärst du jetzt runter. Nur noch halb live. Ja, dummer, dann fahr. Halb-Life reicht. So, down, down, okay. Down. Jetzt kommen die auch mal, wow. Lass das bitte. Die sind zu hart dafür. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Autos, die wegfahren. Da schießt zwar noch einer auf uns, aber den ignorieren wir einfach mal. Hast du den einen? Den anderen? Jetzt sind beide tot. Noch. Beide sind tot. Von hinten werden wir abgeschossen. Von dem da, guck mal. Da ist einer. Ist down. Jetzt kommt der noch. Tot. Der Fahrer ist tot. Der Beifahrer. Auch. Beifahrer ist auch tot, perfekt. Gas, nächste Autos. Die nächsten, also die kümmern sich gerade schon um welche. Aber nicht gut, glaube ich. Dom, hinter uns. Anderes Auto. Aber wollen wir denen erstmal helfen. Na komm, dann kümmern wir uns erstmal um das andere Auto da hinten. Hoffentlich krepieren die nicht, ey. Hätte ich voll keinen Bock drauf, das nochmal zu machen. Obwohl, das war nicht ganz lustig. Drive-By gefällt mir auf jeden Fall. Bitte? Ja, weil ich gerade die ganze Zeit so quer zu denen stand. Beifahrer müsste gleich tot sein. Hier gibt's doch nicht. Fahrer tot. Beifahrer tot. Hinter uns. Seh ich. Einer ist tot. Fahrer tot. Perfekt, beide tot. Wieder mal hinter uns. Fahrer tot. Beifahrer tot. Oh, ist das geil. Wie sieht das eigentlich hier? Weiß ich nicht. Also, wie viele Leute haben die? Keine Ahnung, richtig viele, Mann. Fahrer tot. Beifahrer tot. Hinter uns. Vielleicht keine Muni mehr. Ich hab gleich kein Geld mehr für Muni kaufen. Beifahrer tot, Fahrer tot. Ja, ich glaube, wir sollen zu dem Punkt fahren. Ich glaube, auf dem Weg kriegen wir immer wieder Leute. Können das? Upsi! Wie weit die schon sind. Egal, Kills. Alter, guck mal, wie durchlöchert unsere Karre ist. Ganz minimal. Oh, dann kriegen wir jetzt auf dem Weg keine Gegner mehr. Komm, fahr ich mal nach Navi. Nach Navi, Baby! Sehe ich dumm. Umdrehen, wenn er nach Navi. Ja, aber komischerweise hat er gerade den. Ja, siehst du? Hier sagt er wieder die Richtung. Lol. Navi ist dumm. Navi ist eh dumm. Die sind, glaube ich, gleich schon da. Oder sie sind schon da. Da ist ein Gegner. Einer ist auf jeden Fall tot. Ich fahr mal weiter. Siehst du noch ein bisschen genau. Nach vorne gucken! Nach vorne! Bist du schnell für die. Upsala. Die schießen hier auf. Warum schießen die denn hier? Die sind dumm. Die schießen auf uns. Ja, die sind mega dumm. Easy, get wrecked! Easy! Bisschen durchlöcherte Karren. Dumm, du hast Löcher. Ganz minimal. Upsa. Ich bin so hübsch. Aber unser Auto hat irgendwie mehr Kugeln gefressen als deres, ne? Ja, die war nicht immer an einem Brennpunkt. Haben wir gewonnen? Ich glaube, die Leute, die am meisten Kills haben, gewinnen oder sowas. Kann das sein? Keine Ahnung. Dann müssten wir ja gewonnen haben, so viel wie wir vorhin abgeknallt haben. Wir haben ja etliche Autos abgeknallt. Bestanden.
15 Japano-Punkte. 15.000, das ist aber wenig, 15.000 Cash. 3.000 geht noch. Das ist okay, RP ist okay. Cash finde ich ein bisschen wenig. Cash auf the Tash. Vielleicht kommt jetzt, ja, sie haben jetzt Vergünstigungen bei Bennys, jetzt kostet alles nur noch 50%. Das kommt früh. Und sowas kommen wir, das wäre so mega abfuck. Okay. Wird ein bisschen spät kommen, ne? Na gut, ich habe bis jetzt nur eins gemacht. Ich habe auf jeden Fall jetzt keine Mission mehr. Ich habe auch bis jetzt eins gemacht, weil ich mir nicht mehr leisten kann. Ja, aber dann hättest du dir zwei leisten können. Ich kann mir bald ganz viele leisten. So. Mal gucken, jetzt müsste man eigentlich nochmal angerufen werden oder so. Bist du jetzt noch im Laden oder? Nee, ich bin schon wieder auf meiner Lobby. Auf meiner Singleplayer-Lobby, also Singleplayer sag ich schon, auf meiner Lobby, da wo keiner ist. Prolling? Lama. Lama hat mir geschrieben. Guck mal, was er geschrieben hat. Hey, passt auf, wie ihr mit meinem Autos umgeht. Sonst lasse ich euch für alle Schäden blechen. Nicht beim Fahren texten. Nicht beim... Ups. Nicht beim Fahren texten. Jetzt verstehe ich das. Ja, gut. Ups. Ich bin sogar stehen geblieben dabei. Beim Lesen. Ich bin jetzt auch in der eigenen in der Lobby wieder. Und dann mit den anderen beiden Vollpfosten. Sagen wir es mal so, wir haben es glaube ich mehr in die Länge gezogen. Ja, davon haben wir mehr Kills gemacht. Ja. Und wir sind jedenfalls nicht krepiert. Stand das eigentlich, wie viele Kills wir gemacht haben? Nein, stand nirgends so. Schade. Aber jetzt hat man auch nichts mehr mit Lama, ne? Momentan nicht, vielleicht ruft er einem nochmal an oder so. Ich habe gerade die SMS gekriegt, ja, Lama ruft mich gerade an. Also ganz kurz. Phase 2, wir treffen uns an Del Piero. Bringen einen deiner Kumpel mit. Einen deiner Kumpel mitbringen. Das hört sich doch gut an. Ich fahr mal kurz dahin. Wir müssen aber eben warten, bis ich das auch hab. Damit das bei mir auch direkt anrechnet, weißt du? Ja, klar. Ich hab nicht mal die SMS bekommen. Ich fahre jetzt nur eben hin und beende dann auch da die Folge. Und dann können wir ja warten, das ist nicht das Thema. Jetzt kommen wir wenigstens weiter, nicht so wie gestern, ey. Ich kann mal eine Vollpfosten im Passiv überfahren. Ach, warte mal, ich muss die Folge hier beenden. Danke fürs Zuschauen, lasst eine kleine Bewertung, damit es euch gefallen hat. Ich bin beim nächsten Mal, bin ich bei der Mission da. Aber ich habe vergessen, ich hatte ja schon 8 Minuten Folge. Also sage ich danke fürs Zuschauen, lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei GTA Online Lowrider DLC. Ciao, ciao. Lama ruft dann an. Ich habe die SMS nicht bekommen, der ruft mich direkt an. Du musst noch ciao sagen, sag ciao. Ach so, ciao. Okay, ciao, ciao.